Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Endlich mal wieder. Nach monatiger Abstinenz von Ender Games spielen wir endlich mal wieder Ender Games. Aber der GOM HD Server war halt immer so blöd überfüllt. Wir spielen die Spinne und schauen mal, was wir so reißen können. Die Spinne hat von Anfang an vier Eisen. Nein, natürlich nicht. Aber die Spinne hat von Anfang an einen Speed 1, Buff, Schnelligkeit. Dadurch ist sie halt schneller. Wer hätte es gedacht? Und sie kann Wände hochklettern und dazu hat sie noch diese 32 Spinnennetze, mit denen sie auch nochmal Gegner einspinnen kann, sodass sie sich nicht mehr bewegen kann. Die schießt man dann halt so und dann hofft man, man trifft. Es sei denn, man kann es, dann trifft man auf jeden Fall. Ja. Schaue ich mal, wie ich damit umgehen kann. Wir haben auf jeden Fall schon Bogen und wir haben auch Eisen abbekommen. Das heißt, wir brauchen nur mal einen Baum. Da hinten sind Bäume, da gehen wir doch gleich mal hin. Und dann könnten wir uns ein schönes Eisenschwert craften. So, hier, die Spinne kann hier so schön hochklettern, dann können wir auch den Baum ja schön hochklettern. Haha, wir sind eine Spinne. Wir können ganz hoch hinaus. Das ist doch toll. Und hier oben sind wir einigermaßen sicher. Aber die Runde beginnt ja erst in 30 Sekunden, von daher ist das egal. Aber ist ja immer schön, so ein bisschen Sicherheit zu haben. Ein sicheres Gefühl. Ihre Spinne aus dem Nachbarort. So, craften wir uns ein schönes Eisenschwert, packen es auf D2, den Bogen, ja, können wir auch dahin packen, können nur leider nichts damit machen. Und dann noch ein paar Brote wären auch nicht so schlecht. Oh. Hallo. Na? Nee, lass mal. Genau, kämpft ihr mal, ihr beiden da unten. Ich kann euch noch ein bisschen aufhetzen, wenn ihr wollt. Da. Aha, okay, wir haben nicht getroffen. Ist auch egal, ich würde lieber erstmal ein bisschen weglaufen, bevor ich kämpfe. Dadurch, dass wir die. Oh fuck. Dass wir die Spinne sind, geht das recht gut, weil wir halt überall raufklettern können. Allerdings. Oh Gott, es ist bestimmt irgendwo hinter uns einer. Nee. Da ist einer. Was hast. Hast du irgendwas? Pixelwolf. Du Faker. Du Faker Pixelwolf. Oh, wir sind tot. Noch nicht. Oh fuck. Wir müssen ganz schnell weglaufen. Oh nein. Er ist genau hinter uns. Aber wir sind. Nein, wenn er uns trifft, sind wir tot. Oh nein. Wieso wurden wir hier reingeportet? Wir müssen ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Wir haben noch ein halbes Herz. Schalalalala, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Verfolgt er uns noch? Er verfolgt uns immer noch. Okay, wir müssen diesen Speedblock hier nehmen. Und ganz schnell weglaufen. Ich glaube, jetzt lohnt sich das nicht mehr, wenn man hüpft. Deswegen hören wir lieber auf zu hüpfen. Er verfolgt uns immer noch. Was ist denn los mit ihm? Ach nee, der ist vor uns. Okay, dann laufen wir von dem weg und essen ganz schnell, damit wir wenigstens wieder recken. Oh Gott, habe ich Angst. Ich habe jetzt nur noch ein halbes Herz. Okay, wir recken auf jeden Fall wieder. Der eine hat von uns losgelassen. Oh, da ist schon wieder einer. Okay, ich will hier nicht sein. Wir teleporten uns weg. Ja, das machen wir. La 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 la. Bitte kommt keiner her. Dankeschön. Hier. Oh, jetzt ist da noch einer, noch näher. Verdammt. Das wäre nicht so toll. Nicht so toll. Oh, wir sollten dann vielleicht in die andere Richtung laufen. Wir sollten erstmal ein bisschen vollrecken. Und während der Zeit auch nicht laufen, weil wir kein Essen mehr haben. Komm, Kiste, gib mir was Schönes. Essen, ganz viel Essen. Oh, danke, danke, danke. Ganz viel Essen. Gut, dann können wir doch wieder laufen. Hier ist noch ein Speedblock. Das war ja schon mal ein ziemlich blöder Start, muss man sagen. Da ist gerade eine Kiste gespawnt. Die hier? Nee, doch. Keine Ahnung. Gegner? Nee, keiner da. Noch ein Bogen, den können wir eigentlich wieder drinnen lassen. Und ein bisschen Eisen. Jetzt könnten wir uns, wenn wir irgendwo noch Holz finden sollten. Da ist Holz. Aber da ist auch eine Workbench. Nehmen wir die doch. Missbrauchen wir die. Dann können wir uns einen Eisenbrustpanzer machen. Und hier war noch mehr. Das nehmen wir alles mit. Alles unsers. Hat er denn noch Schuhe? Anscheinend nicht. Wieso hat er denn keine Schuhe? Egal. Wir sind fast vollgereckt. Wir sollten nicht in einen Kampf gehen, bevor wir nicht ganz vollgereckt sind. Haben wir inzwischen Pfeile? Nö. Wir können uns Brot backen, aber wir haben sowieso noch genug. Oh. Hallo. Du hast ein Diaschwert. Gut, tschüss. Gegen. Wow! Achso, ich habe gar nicht auf den Kompass geguckt. Ich dachte, der wäre immer noch 30 Blöcke von uns weg. Ah! Wir müssen schnell weg. Oh Gott, ist das ein Känguru? Fuck. Hau ab! Das ist tatsächlich ein Känguru. Oh nein. Wenn er uns trifft, dann sind wir tot. Ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Kriegen wir noch? Oh, da ist noch einer. Oh, wir wurden gerade noch weggeportet. Oh, der stand schon mit seinem Pfeil in unser Gesicht drin. Alter. Okay, erstmal auf den Baum flüchten. Erstmal auf den Baum flüchten. What the fuck? Und erstmal recken. Boah. Was ist denn hier los? Wir laufen die ganze Zeit nur weg.
Aber was soll ich denn tun, wenn der ein Dia-Schwert hat? Ich habe übrigens nur eine Folge hier vor nochmal gespielt. Da habe ich auch sofort gewonnen. Da lief das irgendwie besser. Und dann hier ist einer ganz nah. Wo ist er? Wo ist er? Ich will sehen, wo er ist. Da ist eine Kiste. Da sneaken wir uns mal ganz langsam hin. Der scheint wohl unter uns zu sein. Nicht? Da hinten ist er. Aber wir sind nicht vollgereckt. Hallo. Was hast du so? Auch ein Dia-Schwert. Egal, den kriegen wir. Wir sind eine Spinne. Spinne. Okay, den haben wir erwischt. Sehr schön. Wo ist der nächste Gegner? Ganz weit weg. Jetzt haben wir ein Dia-Schwert. Das ist doch auch schön. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Der hat auch keine Schuhe. Wieso hat denn keiner Schuhe? Was ist denn los mit euch? So, machen wir uns Workbenches fürs Leben. Wir könnten uns Schuhe craften. Das machen wir auch gleich mal, wenn wir sehen, wo der nächste Gegner ist. Ganz weit weg. Und da kommt auch nicht näher. Das ist schön. Dann Schuhe. Und wir haben sogar noch ein paar Diamanten. Das ist auch schön. So, haben wir schon mal eine volle Rüstung, auch wenn sie nicht besonders gut ist. Besser als gar nichts. Da hinten ist der nächste Spieler, haben wir inzwischen Pfeile, in dem wir haben immer noch keine Pfeile. Wir könnten gerade auf ihn rauf. Ich glaube, der hat nichts Gutes. Ah, hat uns vergiftet. Ne, der hat nur so ein blödes Schwert. Den sollten wir auf jeden Fall erwischen. Hä? Der backt im Boden fest. Wieso backt er im Boden? Ach, das ist ja. Ja, gut, wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Geh weg! Ah, wegen diesen. Der backte im Boden fest und hat uns vergiftet. Deswegen konnten wir nicht laufen. Und dann hat uns der andere erwischt. Was ist das denn hier? Das sieht ja witzig aus. Okay. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, nehme ich einfach noch eine Folge auf. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von den Ender Games. Wir spielen wieder die Spinne und irgendwie fehlt die Hälfte der Gegner, aber das soll uns nicht stören, dann gewinnen wir vielleicht mal. das ist. Welches Biom ist das? Desert, glaube ich. Die Wüste, die gute alte. Die gute alte Wüste sollte das sein. Ist als Spinne recht gut, würde ich sagen. Da kriegen wir noch einen Bogen, das ist auch schön. Haben wir wenigstens Bogen und Pfeile. Könnte auch sagen Pfeile und Bogen. Oh, ist hier was drin? Ey, Spinne! Ich will da reingucken, danke. Hier kann man auf jeden Fall sich Essen holen. Das ist doch auch schön. Yay, Essen! Essen, Essen, Essen! Wieso holt sich das keiner? Das ist doch voll cool. Voll viele Möhren. Möhren sind gesund und gut für die Augen. Da, noch mehr Möhren. Jetzt haben wir einfach 34 Möhren. Ist doch schön. Wundert mich, dass sich das keiner geholt hat. Gut, wir bräuchten aber noch ein Schwert. Und dafür bräuchten wir noch ein paar Kisten. Mit Zeug drin, sonst müssen wir uns ein Holzschwert craften. Das ist nicht so cool. Nicht so cool. Verfolgt uns jemand? Nein, oder? Ne, die sind alle ganz weit weg. Ich hoffe einfach, in der Kiste ist was Gutes drin. Zum Beispiel Eisen. Nein. Doch, immerhin. Immerhin Gold, aber das bringt uns eigentlich gar nichts. Da ist noch eine Kiste. Ist aber auch nichts drin, außer ein Trank der Regeneration. Das ist eher suboptimal. Die Gegner sind aber alle da drüben. So wie ich das sehe. Und dann müssen wir uns wohl oder übel ein Holzschwert craften. Naja, gut. Dann. Wo kommst du denn her? Ah, okay. Ein Holzschwert soll es sein, also sein, ja. Dann halt ein Holzschwert. Und dann können wir uns noch einen güldenen Helm machen. Und den sollten wir auch noch hier unten irgendwie reintun. So. Gut. Essen haben wir genug. Und den Bogen werden wir uns auf jeden Fall verzaubern. Sehr schön. Gut, das ist doch recht okay. Unser Equipment bis jetzt. Außer halt, dass wir nur so ein blödes Schwert haben. Aber das ändert sich bestimmt auch noch mit der Zeit. Mit dieser Kiste. Tatsächlich. Okay, wir könnten jetzt zumindest schon mal ein Eisenschwert craften. Das werden wir auch gleich tun. Allerdings werden wir eh gleich geportet. Deswegen wir hier erstmal die ganzen Kisten looten werden. Da hinten war noch einer, die ist jetzt weg, okay. Die Gegner sind immer noch alle richtig weit weg. Den wollen wir nicht. Wir wollen zu unserer Workbench. Komm her, du Workbench. Ich will ein Eisenschwert haben. So. Und dann könnten wir uns noch Schuhe craften. Schuhe sind auch immer ganz wichtig. Ah, nein. Wow. Erschreck mich nicht so. Okay. Jetzt haben wir leider den Trank der Regeneration nicht mehr dabei.
Die ist natürlich doof. Das kann raus. Essen haben wir genug unten drin. Ich habe gesagt, du sollst raus. So, wir haben Schuhe. Wir könnten hier runterhüpfen und dann verlieren wir nicht so viele Leben. Wir haben Schuhe, ne? Ja. Okay, machen wir einfach mal. Aua. Jetzt müssen wir erstmal wieder recken. Das ist natürlich blöd. Aber die Zeit haben wir. Die Zeit haben wir. Die Zeit nehmen wir uns. Zudem haben wir einen Bogen. Das heißt, wenn er sich mal blicken liest, dann können wir noch ein bisschen abballern. Und immer schön essen, damit wir auch recken. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Na, wo ist er? Na, such ihn. Wo ist er? Ja, such. Da unten ist er. Der macht gerade irgendwas anderes. Gut, zweimal getroffen. Er ist tot und er hatte ein Diaschwert dabei. Und da vorne ist einer. Wir nehmen kurz unser Diaschwert noch. Hallo. Ja, ich hab einen guten Bogen. Da ist noch einer. Genau, besiegt ihr euch beide einfach mal. Oder ich mach das für euch. So. Du willst auch noch sterben, ja? Gut. Dann will der auch noch sterben. Wenn er das unbedingt will. Gut, was hatten die denn so dabei? Oh. Warte. Anziehen, anziehen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Auch anziehen haben wir schon. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Trank der Regeneration. Die sind auch cool. Ups, ja, egal. Egal. So, den sollten wir vielleicht dahin packen. So. Das sieht doch alles gut aus. Diesen Trank des Schadens will ich eher nicht verwenden, weil er sowieso mich selber treffen würde. Weil ich ein bisschen blöd bin. Aber wir könnten auf jeden Fall mal unsere ganzen Diaschwerter verzaubern. Da ist es weg. Packen wir schnell ein neues rein. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es verzaubert war, aber wir verzaubern einfach noch ein neues. Wir haben ja genug davon. Wir haben ja ganz viele. So, hallo. Hier, Schärfe. Sehr schön. Und wir haben 10 Diamanten. Haben wir Holz? Wir haben ganz viel Holz. Jetzt haben wir auch ganz viele Workbenches. Dann machen wir uns auf jeden Fall eine Dia-Brust. Sehr geil. Obwohl es wahrscheinlich schlauer gewesen wäre, wenn wir uns eine Hose gemacht hätten. Aber jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät. Zu spät. Zu spät. Doch jetzt ist es zu spät. Noch ein bisschen Eisen brauchen wir eigentlich nicht. Nehme ich trotzdem mal mit, bevor die anderen es nehmen. Voll egoistisch. Und wir sind eine Kämpferspinne und sollten vielleicht mal unsere Spinnweben einsetzen. Fällt mir gerade wieder ein. Ich nutze immer nur diesen Speedbuff, weil ich den richtig geil finde. So, wo ist er denn? Ja gut, ich will jetzt da eigentlich nicht rein. Da hinten ist er, wir sehen ihn schon. Da. Taschen. Fuck, wo ist er? Da ist er. Komm, den holen wir uns. Spinnwebenattacke! Okay, das war irgendwie nicht so gut. Dann werfen wir uns halt hinterher. Oh fuck. Komm, nimm unsere Spinnweben. Ja, er ist eingesperrt. Sehr nice. Und jetzt stirb! Stirb, du Typ. Wir wurden ja eben erst geportet mit ihm. Das heißt, so schnell werden wir nicht wieder geportet. Wo ist der nächste Spieler? Richtig weit weg. Oh, der hat ein gutes Zeug. Wieso hat er nicht gekämpft? Hatte wohl nicht mehr so viele Leben. So, ist hier noch irgendwas Gutes drin? Die Pfeile wären ganz cool. Ich hätte gern noch. Da war eine Hose, egal. Haben wir hier noch irgendeine Hose? Nee, dann. Ich will die Hose haben. Gib mir die Hose. Gib mir die Hose. Gib mir die Hose. Dankeschön. Immerhin eine Hose. Jetzt müssen wir nicht mehr nackt rumlaufen. So, der ist ganz weit weg. Wie viele leben noch? Zwei andere Spieler leben noch. Zwei andere Spieler. Wir haben verzauberte Sachen. Das ist alles ganz toll. Wir haben auch genug Eisen eigentlich. Ach, jetzt nicht mehr. Ich habe, glaube ich, gerade mein ganzes Eisen weggeschmissen. Oh nee, mein schönes Eisen. Wir schauen gleich mal. Ich denke aber, wir haben das jetzt alles weggeschmissen. Sonst hätten wir uns eine Hose craften können. Ja, ist alles weg. Not cool. Wir können jetzt eine Hose. Da hat man meinen Steam? War das Steam? Ja, man hat man. Mein Steam hat man gehört. So, wir machen uns jetzt eine Goldhose. Eine Goldhose ist, glaube ich, besser als die, oder? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall hübscher aus. Der Spieler ist in diese Richtung.
Wo denn? Wo ist denn der Spieler? Haben wir sonst noch irgendwas? Haben wir einen Goldapfel oder so? Nö, wir können uns aber einen machen, glaube ich. Oh, guck mal, der ist im Haus drin. Was macht er denn da? Egal, wir machen uns einen Goldapfel. Langt das? 8 Stück? Ja, perfekt. Machen uns einen Goldapfel, tun den auch hier unten rein. So. Hallo. Na, alles gut bei dir? Gut, den folgen wir jetzt einfach mal. Was haben wir hier? Trank der Regeneration. Der ist irgendwie gerade AFK in seinem Inventar wahrscheinlich. Das tut mir leid. Aber er hätte mich sehen können, wenn er denn auf seinen Kompass geguckt hätte. Ist da überhaupt irgendwas Gutes bei? Nö. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Wir haben einen goldenen Apfel. Sieht gut um uns aus. Es tut mir jetzt echt leid. Der war halt im Inventar, glaube ich. Oder er hat geleckt. Ich weiß es natürlich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt schon das Finale gegen Yannick HD. Yannick HD. Yeah. Cooler Name. Cooler Name. Toll, das könnte auch als eigenständige Folge hier gerade sein. Aber nee, es ist die zweite Folge der ersten Folge, die voll fail war. Da hinten ist er. Hat er ihn schon gesehen? Wenn nicht, dann hat er uns jetzt gesehen. Aber der hat nicht. Was, der hat nicht mal ein Diaschwert. Was haben die denn die ganze Zeit gemacht, sag mal? Gut, hier. Spinnenweben für dich! Spinnenweben! Wow, hat keiner getroffen, oder was? Doch, er ist, glaube ich, gefangen. Okay, das ging irgendwie viel zu schnell. GG. Pff, wir haben nicht mal unseren Goldapfel gegessen. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Egal. Die Spinne hat wieder gesiegt. Im Desert. Gegen die Hälfte der Spieler nur. Trotzdem. War trotzdem eine schöne Runde. Ja. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. War mal schön, wieder Ender Games zu spielen nach so langer Zeit. Und dann würde ich sagen. Achso, und es gibt auch neue Kits. Es gibt neue Kits. Die habe ich gesehen. Die muss ich erstmal alle freischalten. Wenn ich dann genug Punkte habe, dann kann ich sie euch mal zeigen. Wird aber ein bisschen dauern wahrscheinlich. Kommt auch darauf an, ob ich hier auf dem Server raufkomme oder nicht, weil der Server ja nur 12.000 Plätze frei hat und die irgendwie voll schnell immer belegt sind. Und ich das nicht einsehe, mir dafür Premium zu kaufen. Ich hatte früher Premium, aber irgendwie nur um auf den Server raufzukommen, Premium zu haben, ist schon ein bisschen assig, finde ich. Aber ist ja die, ist ja Gommes-Sache und die Sache von den Leuten, die das kaufen. Also ja. Ja, passt schon, passt schon. Danke euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und. Warte, schönes Bild. Tschüss. Kann man das noch wegmachen? Ja, tschüss!